war ein intensives Spiel. Aber wir waren eigentlich von der ersten Minute ja im Spiel drin. Und das ist ja das, was wir den Jungs da mit auf den Weg gegeben haben, diese Stabilität schnellstmöglich reinzubekommen. Das haben sie gemacht. Wir haben vielleicht ein bisschen 5 Minuten gebraucht, um da unseren Block vernünftig zu stellen. Aber das hat wirklich nach 5 Minuten ganz gut funktioniert. Auch nach dem Rückstand, nach dem 0-1, sind wir da gar nicht sind wir gar nicht dann irgendwie in Hektik verfallen, haben so gesagt unser Plan durchgezogen. Dann leider so gesagt mal die rote Karte für den Ricardo Retterath. Und was wir ab da letztendlich geleistet haben, war schon sensationell. Also ich muss der Mannschaft echt ein Riesenkompliment aussprechen. Ich habe irgendwann mal gelesen, Mentalitätsmonster, ja, das haben die, glaube ich, heute bewiesen. Also Respekt und klar, für mich als Trainer sicherlich so gesagt auch persönlich ein guter Einstieg. Das, was wir uns letztendlich auch als Trainerteam vorgenommen haben, das hat die Mannschaft dann eindrucksvoll umgesetzt. Ja, das war so gesagt die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben zwar mit einem Mann weniger gespielt, aber trotzdem, der Block ist so gesagt nicht auseinandergefallen. Die Jungs haben super verschoben, haben so gesagt immer wieder mal die Räume zugemacht. Wie gesagt, die läuferische Leistung war Weltklasse und das war letztendlich so gesagt ausschlaggebend für den Sieg. Und was bei uns in der Offensive geht, das hat man ja gesehen, das ist so gesagt, glaube ich, auch das, so gesagt, bevor auch die anderen Gegner beziehungsweise auch heute Bona SC dann hat. Und wie gesagt, diese Balance aus Defensive und Offensive hat heute wunderbar funktioniert und das ist sozusagen ein Gradmesser auch für die Mannschaft. Daran wird es ja gemessen, weil die haben heute wieder gezeigt, was sie drauf haben. Jetzt haben wir, glaube ich, so den ersten Schritt gemacht, diese Erfolgserlebnisse, die wir auch als Mannschaft haben wollten, das haben wir heute gehabt und das müssen wir so gesagt jetzt für die Zukunft, für die restlichen Meisterschaftsspiele und für die Pokalspiele dann auch mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.